Bevor das heutige Video beginnt, möchte ich euch den Kanal Wissenswert vorstellen. Auf Wissenswert gibt es täglich sehr interessante Videos über die Weltgeschichte, die Weltkriege, Politik und vieles mehr über unsere Welt. In den nächsten Tagen wird es von mir ein Star Wars Video auf ihrem Kanal geben. Ihr könnt jetzt oben rechts auf das i klicken, um den Kanal von Wissenswert zu abonnieren. Außerdem wird es in den nächsten Tagen das lang erwartete Fragen und Antworten Video von mir geben. Wenn ihr also noch eine Frage habt und ihr mir diese stellen wollt, dann könnt ihr das auf Twitter oder Instagram tun. Die Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Als ich gestern Star Wars Episode 1 gesehen habe, ist mir etwas Unglaubliches aufgefallen. Und zwar sehen wir in der Abstimmung über den neuen obersten Kanzler eine Person hinter Kanzler Palpatine, die Darth Plagueis unglaublich ähnlich sieht. Und tatsächlich lebte laut dem Kanon Darth Plagueis während Star Wars Episode 1 noch. Was er machte und wieso die Person auf dem Bild sehr wahrscheinlich Plagueis ist, das erfahrt ihr in diesem Video. Plagueis war während Star Wars Episode 1 der Drahtzieher aller Verschwörungen gegen die Jedi. Plagueis war es, der im Dunkeln arbeitete und Palpatine als rechte Hand und seinen Meister unterstützte. Der schockierende Teil kommt aber jetzt. Und zwar konnten wir während Episode 1 eine komplett vermummte Person hinter Palpatine sehen. Ob diese Person wirklich Plagueis ist, ist nicht offiziell. Ich bin mir aber zu fast 100% sicher, da die Person augenscheinlich ein Moon ist. Plagueis begleitete Palpatine oft unter dem Namen Hego Damas. Er unterstützte ihn sogar während der Invasion auf Naboo. Darth Maul wusste über die Existenz von Plagueis nicht Bescheid und Darth Plagueis wurde von Palpatine in der Nacht, in der Palpatine zum Kanzler gewählt wurde, getötet. Dies wird im Roman um Darth Plagueis so erwähnt. Darth Maul machte aber einige Male Bekanntschaft mit Darth Plagueis. Palpatine sagte Maul, dass Plagueis ein Unterstützer der Moon sei, der wie schon gesagt den Namen Hugo Damas trägt. Maul zweifelte zwar daran, aber hinterfragte dies trotzdem nicht weiter.